Apple-Mann, der was eigentlich im Endeffekt eh nur vom Büro, also Bürosessel hakelt und irgendwer am Arsch gehen will. So quasi. Dass wir da auf irgendeine Art und Weise Bestätigung haben. Der Chef hat sich nicht einmal angeschaut, nix. Der wusste das nicht einmal einsammeln, sonst irgendwas. Damit er einen Vorweis hat, ja, der und der hat eh nichts gehabt, etc. Im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn du ganz ehrlich bist, du könntest quasi so ein halb. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Das passt eh. Du sich das sogar noch bewegt. Das ist schon geil, oder? Das ist nicht. Das ist gleich direkt auch zum nächsten Gegner geht, das ist schon Wahnsinn. Das zeigt ja, was das wieder für eine Fähigkeit ist. Das sind viele Gegner, bist du deppert. Das habe ich nicht so in Erinnerung, dass da so viele Gegner dabei sind. Aber gut, ist okay, ist okay. Da sage ich nicht nach. Na jedenfalls. Irgendwie unnötig. Wenn du einen bestimmten Friseurladen hast, oder der ich glaube, da passt nicht einmal ein Corona-Test, ganz ehrlich gesagt. Glaube ich. Bei manchen bestimmten. Kannst du nicht einmal einen Test mitnehmen. Er sagt, ja, passt, ich schneid's dann, tschüss. Ich finde es aber auf einer gewissen Art und Weise super, dass das jetzt sowas eingeführt wird. Und dann können wir wenigstens ein paar Geschäfte wieder öffnen. Meiner Meinung nach ist ganz ehrlich, ich lasse mir liebend gerne einen Test machen, nur damit ich endlich mal wieder essen gehen kann. Oder ins Kino oder sonst irgendwas. Da lasse ich mir einmal in der Woche das Hurnstift alleine hauen, in die Röhre. Und lass mich da halbwegs vergewaltigen oder sonst irgendwas, weil, pff, so wie unser Arzt in der Firma das macht, ist es ja wirklich schlimm. Na, bei mir wachsen die Haare so extrem schnell. Das Lustige ist, weil meine Mutter oder das Kind, wie ich ganz kleiner Butschi war, die hat ständig die Haare rasiert. Ständig die Haare rasiert auf Glatze oder auf Kontostand Minus. Und ich glaube, deshalb ist es so gekommen. Die hat immer selber die Haare geschnitten, weil ich immer herumzappelt habe, etc. Als Kind. Aber irgendwann bist du sowieso in einem Alter, wo du es nicht einmal mehr brauchen musst. Da kann schon mal die Frisur sitzen, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwann einmal. Aber dann war es dann schon ein bisschen wichtiger, die Frisur. Dann war es schon ein bisschen wichtiger, wie der Bulli sitzt. Ob das schön ausschaut oder nicht. Und dann, irgendwann einmal so eh so ab 12, 14. Die Haare sind explodiert, Halbert. Alter, ich muss gefühlt jede zweite, dritte Woche zum Friseur, weil die schon wieder so dermaßen nachgewachsen sind. Aber weißt du, du machst es auf 6 mm. Auf 6 mm, Alter, seitlich, oder? Und die sind so lang, Alter, dass du wieder glaubst, Alter, was ist da schon wieder los, Alter? Wie hat man die Haare nachts eine gehaut? So extrem ist es bei mir. Die wachsen so extrem schnell. Diese Lache teilweise von ihr. Fürchterlich. Alter, die Fähigkeit, oder beim Boss. Beste, was gibt. Beste, was gibt. Na, aber ist aber praktisch, wenn du alle nur alle 3 Jahre zum Friseur gehen musst. Ist es extrem praktisch. Da sparst du wieder deine 30 Euro. Aber da gibt es ja wieder andere Leute. Die gehen ja Fußpflege, Massage mit Happy Ending. Massage. Mit Happy Ending. Und sonst noch irgendwas. Ich muss da ganz ehrlich sagen, so massagemäßig oder sonst irgendwas ist überhaupt nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie wollen. Ich weiß nicht. Ah, okay. Ja, wer weiß. Vielleicht tut es da auch gut. Hast du eine lange Miene? Bist du mehr so König der Löwen mäßig oder? so Langhaar oder bist du einfach nur so kurz oder sonst naja, wenn du alle 3 Jahre gestern hast, definitiv lange Haare. Ich bild mir ein, ich habe eher mal einmal kurz auf Insta geschaut gehabt, wie es da ausschaut, weil ich glaube, da auf Instagram hast, glaube ich,
Das ist, glaube ich, ein Büro von dir, Bilde mal. Und ich glaube, lange Haare hast, oder? Ich bilde mir fest, lange Haare hast gehabt. Ja, da ist dann eh klar. Da kaufst du halt ein gescheites Shampoo und tschüss, Papa, würde ich fast behaupten. Ich zum Beispiel, boah, ich muss zum Friseur. Es geht nicht anders, die schaut so scheiße aus mit langen Haaren. Beziehungsweise, was ist lang? Was ist schon wirklich lang? Nur trotzdem, es ist... Wenn ich ein bisschen längere Haare habe, das schaut dann schon wieder so scheiße aus. Man muss aber auch dazu sagen... Ja, passt. Ja, habe ich mir schon gedacht. Man muss aber auch so sagen, Haare technisch her, jetzt habe ich es mal ein bisschen... Zum Beispiel heute habe ich mich ein bisschen was traut gehabt. Hab da und hab mal gesagt gehabt, okay, Seiten extrem kurz auf 5 mm und oben lassen wir es fast extrem lang, damit ich es da irgendwie so geil habe. Schaut eigentlich auch relativ nicht schlecht aus. Aber ich habe schon immer so ein bisschen so die Frisur gehabt, so ein bisschen so. Ich werde auch hin und wieder Gnani da hocken. Wie Superman quasi. Wie Superman einfach. So eine schöne, also so schöne seitliche Mähne quasi. Einfach so richtig so Superman-Standard, wie Smallville. Wie Smallville-mäßig. So die Haare. Ich weiß nicht, das passt doch genau zu der Brille. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Genau die gleiche Brille. Wie Superman. Finde ich halt immer nur so lustig. Letztens alter Chef von mir beginnt so. Erst holt er das und das vom Superman ab. Und der eine Kollege fragt so, hä, welcher Superman? Na der! Was? Ja, ich habe mich so deppert abgelacht, oder weil ich das schon so lange nicht mehr gehört habe von meinem alten Chef. Ja, Schmalzlocke nicht, sondern sowas Aufgequältes. Aber man könnte schon sagen, so Schmalzlocke, so halberte Schmalzlocke. Meine Mutter auch so eine Zeit lang so. Klacki! Wie man da kommt, Alter, bitte nicht. Aber ist eh lieb gemeint. Weil allein schon die Brille, oder wie klar kennt. Wie klar kennt die Brille. Ich weiß nicht, ich hab's mir damals, glaube ich, mit 15 nicht. Früher habe ich immer so ganz komische Brühen gehabt, ich weiß nicht. Das war auch nie so mein Stil etc. Das hat aber auch nicht so wirklich gut ausgeschaut. Weil ohne Brille schaue ich sowieso hässlich aus. Das auf alle Fälle. Sage ich so, wie es ist. Aber ich jetzt dadurch mit 15 so ein bisschen so Clark Kent brillenmäßig. Schaue wirklich, dass ich sage, für mich akzeptabel aus. Nicht, dass ich jetzt sage, Mashallah, sexy, 11 von 10 oder sonst was. Aber dass ich wirklich sage, ja, Havara, du schaust gar nicht einmal so zwider aus. Nicht so selbstverliebt mäßig, so hochnäsig etc., sondern wirklich, dass du sagst, erst ein bisschen dünner Havara könnte das schon sein, aber dennoch so unsexy bist du jetzt auch wieder nicht. Und find ich halt auch wirklich schön, dass man halt zu sich selber sagen kann, erst Havara, du schaust ja gar nicht mal so schlecht aus. Zwar nicht auf abgehobenes Fakt, also boah, Brudi, du kannst mir nicht das Wasser reichen mit meiner Schönheit oder sonst irgendwas. Sowas überhaupt nicht, sondern einfach, dass du wirklich so ein bisschen mit dir selber im Reinen bist und sagst, Herr Stavara, du schaust gar nicht so schlecht aus. Na, kann ich... Ah, jetzt kann's. Denk mal schon, wieso will sie keine Attacke machen? Na, das finde ich wirklich schön bei mir. Das ist wirklich schön. So muss ich ganz ehrlich kritisieren, ja, ich würde gern definitiv um einiges dünner ausschauen, auf alle Fälle. Ich bin jetzt aber auch nicht bummelig oder sonst. Ja, ein bisschen ein Fett habe ich schon. Aber jetzt, wo ich nicht sage, ich bin blatt oder sonst, ist das auf alle Fälle nicht. Aber ein bisschen dünner könnte ich schon sein, auf alle Fälle. Alter, was ist mit diesen scheiß Wunsch-WLAN? Was ist mit diesen scheiß Hurenswählern, Alter? Yay, jetzt können wir wieder warten. Da schauen wir sie wenigstens mal die Sachen da. Na.
So, gleich 7, ne? Obwohl, dann ist die Verteidigung extrem unten. Ja, machen wir es lieber so. So, perfekt. Entweder habe ich das jetzt gerade übersehen oder ich habe mir was Falsches genommen. Hm, na dann. 4,5? Aber ja, scheiß drauf. Step 7, Maschallah, Angriff. Top Angriff. So, fähigkeitenmäßig ist eh nicht viel weiter gegangen. Oh, Mörser. Mörser ist gestiegen. Maschallah. Leider ist es halt wieder im Video drin, aber Alter, wieso? Wieso ist es so? Verstehst du nicht, aber ja, ist halt so. Was so ist. Kann man leider nichts machen. Kann man leider nichts machen, aber ja, ich weiß nicht, das Internet kackt halt hin und wieder mal gern ab. Sehr gern. Sehr gern. Sehr gern. Jetzt zeigt er mal wieder nicht den Streamer. Haha! Das ist super. Ja, jetzt. Passt. Wahnsinn. Ich verstehe nicht, was das Internet für Probleme hat, weil ich tue gar nichts runterladen. Nix. Da. Stopp. Nada, niente. Was willst du runterladen, Havara? Was willst du runterladen? Du schickst mir nicht einmal Nachrichten aufs Handy oder sonst irgendwas und der sagt mir einfach erst, Internet passt nicht. Soll ich vielleicht ein bisschen her hier an? Dann für Spider-Man. Das könnt ihr vielleicht machen. Vielleicht läuft es dann besser. Aber trotzdem, Alter, es ist mitten in der Nacht. Viele sind nicht mehr wach. Im Bau. Im Gebäude. Also da könnte man schon quasi sowas sagen wie, erst, wie schaut es denn da aus da? Könnte man ja schon ein bisschen das Internet ein bisschen verbessern. Aber man muss aber auch dazu sagen, das Internet ist allgemein ein bisschen in letzter Zeit so richtig. So richtig Schmutz. Weißt nicht, was die da bei 3 wieder für Letten haben, aber. Na. Das, was die teilweise da jetzt wieder in letzter Zeit fabrizieren, ist ja wirklich eine Frechheit. In meinen Augen. Also die bei 3, das ist ja nicht mehr normal. Weißt nicht. Du zahlst eh schon urviel deine 40, 50 Euro und dann bricht es trotzdem ab. Das sollte normalerweise nicht sein. Das sollte einfach nicht sein. Normalerweise. Ich kann zwar verstehen, wenn man sagt, okay, passt in der Stoßzeit um 20 Uhr. Viele sind im Gebäude mit dem Internet verbunden. Alle sind auf ein Netzwerk etc. Kann ich irgendwie nachvollziehen? Ja. Dass du sagst, okay, passt, du kannst statt 3 Geräte gleichzeitig kannst jetzt 2 Geräte oder ein Gerät gleichzeitig nutzen. Ist jetzt gar nicht so tragisch, meiner Meinung nach. Würde ich jetzt auch verstehen, damit das Internet ein bisschen entlastet wird, etc. Aber nicht um Mitternacht. Jetzt bin ich gespannt dann, wenn ich dann ein bisschen einen stärkeren Gegner habe, wie dann der Mörser ist. Aber normalerweise sollte das nicht sein, das Internet ist. Vielleicht ist es auch schlechte Position, kann auch möglich sein. Aber es sollte. Für 45 Euro im Monat sollte sowas eigentlich nicht passieren. Meiner Meinung nach. Na wart. War das jetzt einfach nur die Druckwelle von der Einfähigkeit? Oder war das jetzt allgemein die Druckwelle vom Mörser? Weil dann ist es Arsch. Ja. Aber das gefällt mir nicht. Dass es so eine Druckwelle ist, wo dann sogar die Gegner eigentlich sogar weiter weg sind. Weil gerade das Geile war ja, dass die Gegner in der Nähe waren und ich habe die alle Meier machen können. Da würde ich sogar fast sagen, da gefällt mir doch lieber die Vorstufe. Nein, kurz, nicht deppert, ja. Da gefällt mir zum allerersten Mal wirklich die Vorstufe besser als wie die stärkere Version.
wirklich schade, aber ja, ist halt so, ist halt einfach so. Kann man nichts machen, kann man nichts machen. Na warte, na warte, na warte, na. Ha! Ah, der Mörser ist schon geil. Mörser ist schon geil. Muss man schon sagen. Aber ich glaube trotzdem, ich werde ihn vielleicht sogar wechseln. Auf die schwächere Version. Ich werde ihn vielleicht wirklich beinhart wechseln. Die Fähigkeit ist ja super auch. Aber dennoch, die macht mir irgendwie ein bisschen zu wenig Schaden. Ist zwar nicht schlecht, aber dann nehme ich dann doch lieber den Flammenwerfer etc. Weil die verbraucht ja dann doch. Ach, so viel verbraucht die jetzt auch wieder nicht, aber dennoch. Flammenwerfer ist teilweise ja doch chilliger. Oh, da kann schon noch mehr sein. Boom, Mann. Also eine extra kleine Druckwelle, damit so ein bisschen noch zusätzlicher Schaden stattfindet, ist schon gar nicht so zwider. Ist schon gar nicht so zwider, muss man sagen. Perfekt, Alter, perfekt. Gib her, gib her. So. Ja. Ah, irgendwie. Gefällt mir nicht so gut. Manchmal schon, manchmal nicht. Kommt drauf an, wie stark die Gegner wieder weggestoßen werden oder wie viele, etc. Oder wenn der ganze Haufen weggestoßen wird, dann ist das Schmutz. Dann ist das ganz ehrlich für den Arsch. Na warten, na warten. Ah, scheiße. Einmal Mörser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bist du deppert, ey? Der Wind die Leisten, würde ich fast sagen. Bist du deppert? Aber sowas von. Die ist super. Die ist wirklich gut gemacht. Also da muss man wirklich sagen, top Design. Und das auch noch für einen DLC-Charakter. Hm? So sollten die DLC-Charakter sein. So hin und wieder ein bisschen so ein Mischmasch von den vorigen Charaktere, aber dennoch einen eigenen Stil. Super Top-Charakter, also wirklich verdienter dritter Platz. 100% verdienter dritter Platz. Ich liebe es, sie zu spielen. Ich liebe es, wieder zu spielen. Wie gesagt, ich habe mich zwar... Ich zwinge mich halber, muss aber dennoch sagen, wenn es mir ein bisschen zu viel ist, dann höre ich natürlich auch auf. Sehe klar mit den Soldaten. Aber dennoch, ich liebe es wie das Game. Mit der oder mit dem Slayer kann ich mir richtig gut vorstellen, dass ich da vielleicht auch sagen würde, erst passt. Mit dem mache ich auch auf Chaos Level 10 bis zu 10 weiter. Würde ich fast sogar sagen, weißt? Da hätte ich überhaupt keine... Probleme oder sonst irgendwas, überhaupt keine Bedenken, dass ich sage, erst mit dem Charakter macht so dermaßen Spaß, dann mache ich gerne auf Chaos Level 10 etc. Aber wenn ich mal so. Ich muss aber auch sagen, den Magier müsste nicht oft, wenn ich müsste, würde ich den nicht wirklich so dermaßen wollen, auf Chaos Level 10 zu bringen. Würde ich nicht wollen. Soldat ist recht nicht, also dann würde ich auf die Platten scheißen. Wenn es hast, oder mach mit jedem Charakter eine Runde Chaos Level 10, also dann scheiße ich komplett drauf. Dann wär's der größte Sputz ever. Aber sonst. Definitiv super. Definitiv super. So sollte wirklich ein DLC-Charakter sein. Wenn wir dann den Charakter-Tausch machen, muss ich mir kurz was zu trinken holen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Ist jetzt natürlich live dabei, ist eh klar. Aber ich muss mir dann unbedingt wieder was zum Trinken holen. Ich bin so durstig. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Ich bin halt so dermaßen durstig, oder? Wahnsinn, wahrscheinlich gehe ich dann eh wieder 20 Mal brunzen. Ich sehe mir jetzt schon, oder wenn ich fett bin, oder 20 Mal brunzen gehe. Hihi, erst recht beim Bierchi.
Gott, nein, schon wieder mit die Kabel spielen, Alter. Ich weiß nicht, was du mit den Kabeln da hast, Alter. Die geizt sich so drauf auf, Alter. Minimum, Minimum. Auf alle Fälle. Wenn ich mir so teilweise überlege, Alter, unter der Woche trinke ich eh so wenig und am Wochenende dafür viel. Also nicht jetzt im alkoholischen Sinne, sondern allgemein meine ich, ist es eh schön, dass ich viel trinke. Im Nachhinein. Aber ich hole mir dann für den Ausgleich, für den ganzen Kaffee und alles, hole ich mir dann auch besser. Das brauche ich dann auch. Oder vielleicht auch noch zusätzlich einen Radler. Hm. Wer weiß, was dazu kommt. Was plötzlich für den ein oder andere Gedanke einfällt, aber ich glaube eher weniger, weil... Ich werde heute noch genug trinken. Ich muss nicht heute noch Vorarbeit leisten. Easy. Boah, die hat den Urkabelfetisch. Das Lustige ist, zwei Themen. Erstens fetischmäßig. Die Easy ist extrem auf Kabel. Die beißt jeden Scheißdreck an, Alter. Sogar was niegelnagelfest ist, beißt sie sogar, Alter. Die Alte. Dieser Wahnsinn in der Hinsicht. Die steht sich's voll. Auch auf. Pappe und alles. Die beißt die ganze Pappe an. Die heute, dieser wirklich ein Wahnsinn, Alter, in der Hinsicht. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Du frisst die ganze Pappe, oder? Wenn es will, oder? So tut es eh nicht essen, aber nur ankauen, aber dennoch. Pff. Jedes Mal siehst du das schon wieder kauen. Und er ist das schon wieder von der Weide. Oder Kabeln. Kabeln sind sowieso das Nonplus Ultra Patera. Das ist ein Wahnsinn. Die liebt es, die Kabeln. Und der Toni? Der Toni ist... Der hat einen Scheißfetisch. Der steht sich's voll, wenn du aufs Klo gehst und scheißen gehst, der will mitkommen. Zwar die Neugier ist eh klar, allgemein, aber der freut sich richtig, wenn du scheißen gehst. Der will live dabei sein. Wenn die Wurzeln gedruckt wird, der ist ein Wahnsinn in der Hinsicht. Und wir denken, oh, der Hauer. Aber eh auf einer gewissen lieben Basis. Oh ja, also Tonis, sie ist mehr so die Verspielte, lässt sich aber auch regelmäßig streicheln, aber er ist extrem verspielt, aber auch wieder extrem. Wenn er will, kann der so kuschelbedürftig sein, ist ein Wahnsinn. Aber beide sind voll auf diesen Kuschelmodus. Aber voller Wäsch Kuschelmodus. Ah ja, und wir kommen nur so lost sein, wegen einem zweiten Thema. Wie kann man nur so behindert sein? Und das schon wieder vergessen haben. Ja, zeitgleich spielen und reden. Ist eine wahre Kunst. Irgendwas nur wegen die Kotzen. Ja, der legt sich jetzt eh schon immer öfters zu mir hin. Das ist ein Wahnsinn. Der mag das auch richtig gern. Der bohrt sich richtig gern in den Achseln rein. Der hat so einen kleinen Stinkefetisch oder sonst was. Ja, könnte man eher sagen, so ein Stinkefetisch, oder? Da steht sich extrem so auf diese ganzen Gerüche und alles. Lustig ist, Alter. Er bringt mich ja zum Lachen, weil er sich so reinbohrt in die Achseln. Wundert sich aber, warum ich dann so drauf reagiere. Ich wackel kurz, finzelt extrem lustig, schaut mich an. Hey, so quasi so, hörst du Tschuchsel, hör auf, ich will mir eine bohren. Macht wieder weiter, wackel wieder ganz kurz und lache wie hysterisch, schaut er mich wieder an, so, Herr Stavara, bleibst jetzt still, ich will jetzt weitermachen. So quasi, gefühlt. Das ist ein Wahnsinn. Der ist wirklich ein Wahnsinn, der Bub.
Ah ja, und was ich auch noch dazu sagen wollte ist, bei meinen Eltern, ich bin ja aufgewachsen mit 3 Katzen. Leider gibt es halt seit einem Jahr nicht mehr die eine Katze. Das ist die erste Katze gewesen, was ich gekriegt habe. Die habe ich ja, glaube ich, gekriegt mit 6 oder. Ich glaube, mit 6, glaube ich, war es. Die ist 16, 17 sogar geworden. Die ist relativ alt geworden.